fange einfach mal an, indem ich hier eine Straße baue. Die, ich sag mal, hier bis dahin geht. Und dann fange ich auch hier mit ein paar Kurven an. Einfach ein paar Kurven mit einbringen in das Ganze hier. Bisschen frei. Freie Schnauze hätte ich jetzt fast gesagt, aber einfach ein bisschen frei von irgendwelchen Zwängen an bestimmten Formen. Genau, da kann man dann hier zum Beispiel hier wieder eine Straße nach oben bauen. Die dann zum Beispiel auch auf der einen Seite hier dem Verlauf folgt und auf der anderen Seite hier mit nach oben führt. Und das Ganze füllen wir dann wieder auf mit wunderschönen Straßen. Ist hier unten eine Ampel? Tatsächlich. Ich glaube, die Straßenverhältnisse insgesamt, wenn ich mir das hier gerade mal so angucke. Schnee. Ja, ist insgesamt eher schlecht. Ist aber in der gesamten Stadt eher schlecht. Okay, es sind jetzt wieder neue im Einsatz. Gucken. 10 von 10, 0% gefüllt, 0% gefüllt. Also es sind zwar 20 im Einsatz, aber so richtig scheint es trotzdem nicht zu sein. Ich setze mal das Depot hier rüber. Und werde mal noch eine Deponie dazu bauen. Die Deponie vielleicht eher hier so. Oder vielleicht gleich mal zwei direkt. Und hier noch ein paar Straßeninstandhaltungswagen. Dann können die hier direkt losfahren und die Stadt noch ein bisschen unterstützen. Ja, hier das scheint wohl alles nicht ganz so das Gelbe zu sein. Bin ich ja mal gespannt, ob sich da was tut. Ah ja doch. Also an der Kreuzung warten auf jeden... An der Kreuzung warten auf jeden Fall viele Wagen. Und von hinten kommen auch noch viel mehr. Ich hoffe, damit verbessert sich jetzt auch unsere Gesamtsituation ein bisschen. Es sind ja auch immer noch genügend Fahrzeuge, die dann hier durch die Stadt fahren. Und da brauchen wir natürlich auch genügend Schneepflüge, die sich darum kümmern. Ja, hier, das sieht schon insgesamt ganz schön... ist schon ganz schön voll alles. Aber na gut, lassen wir das jetzt erstmal weiterlaufen. Und hier können wir jetzt zum Beispiel halt die Straßenbahn verlegen, von der ich ja mal sprach. Die kann dann eigentlich wieder hier hinten oder hier unten lang gehen. Vielleicht auch in einer etwas engeren Kurve wie dann hier. Das reicht ja eigentlich. Vielleicht bis hier so und dann... in einer schönen Brücke hier weiter. Mal gucken, ein bisschen mehr davon. Okay, bis dahin und geradeaus. Okay, hier innen
wird schon einiges gemacht hier. Ja, die Straßen werden auf jeden Fall wieder freier. Eindeutig. Ich bin noch am Überlegen, ein Güterzugterminal zu bauen in dieser Folge. Da muss ich mal gucken. So, jetzt gucken wir aber erstmal noch nach Straßen. Um den könnte man ja fast weiterbauen. So, mal gucken. 9 Meter. Okay, hier war es einer zu viel. Das ist besser. Genau, wieder eine kleine Brücke zwischendurch. Und dann können wir auch hier innen mal ein paar Straßen bauen. Einen mal auf der Seite. So. Und dann die nächste können wir dann hier mal machen, die dann nach oben geht. So ein bisschen verbunden. Okay, jetzt haben sich die Häuser hier oben doch verabschiedet. Das war nicht meine Absicht. Dann eher so. Und hier machen wir vielleicht noch mal so. Ja, das reicht, denke ich auch. Nur hier müssen wir noch mal Hand anlegen. Kriege ich den hier rüber? Ja. Aber das machen wir mal nur raus zu. Und ohne Ampel. So, jetzt können wir hier wieder neue Straßen bauen. Und vielleicht auch nochmal... Hallo? City Skylines? Okay, da ist es wieder. Vielleicht auch hier oben nochmal... Also ne, die haben wir ja hier sogar schon auf 3 Spuren, aber es wollen alle da hoch. Dann mache ich den mal noch bis dorthin dreispurig. False, false, false. Gucken, ob das jetzt ein bisschen besser wird. Und wenn ich das sehe, sollte ich vielleicht gerade hier true machen. Ja, ein bisschen was bringt's. Alle wollen sie dort rein. Um dann da hinten wieder rauszukommen, oder was?
Ach so, okay. Ah, jetzt kommen aber auch ein paar für die andere Richtung. Hm. Also es sind hier auf jeden Fall viele Fahrzeuge. Mal gucken, ob das jetzt vielleicht ein bisschen anders wird. Genau, hier kommt Commercial wieder hin. Wobei hier weiß ich es noch gar nicht so genau. Dorthin, dorthin. Ich nehme hier mal Commercial. Na, ich lasse es mal. Den ja, den noch nicht. Gut, hier oben, das kann ruhig auch schon. Zack, 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 zack. Hier noch. Und hier drinnen müsste eigentlich auch alles ausgefüllt sein. Ja. Neues Gebäude. Genau, jetzt haben wir ein normales Krematorium. Oh, das haben wir auch noch gar nicht. Probieren wir es nochmal. Ja. Okay, das freut ja schon mal alle. Dann setzen wir da noch eins. Dann freut das die Leute noch mehr und ein paar schöne warme Wasserleitungen. Kaufen Sie neues Land. Ich denke, ich kann kein neues Land kaufen. Ach, ich habe doch einen frei. Okay, dann nehme ich natürlich jetzt das Gebiet. Ganz eindeutig. So. Zurück hierzu. Ja, Wasserleitungen sind jetzt. Jetzt brauchen wir ein bisschen... Oder sind... Ja. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen was hiervon. Ein bisschen Krankheit vielleicht. Da können wir auch mal die große Klinik hierfür nehmen. Ein bisschen Feuer. Dann nehmen wir auch mal die große Klinik, wobei die soll ich vielleicht eher an der Hauptstraße setzen als da rein. Ich setze hier mal direkt daneben. Eine Polizei, da reicht, denke ich, eine kleine vielleicht sogar. Und die große wird aber auch da reinpassen. Naja, nehmen wir mal die große. Hier neben die Kreuzung. Und ein bisschen Bildung. Grundschule nehme ich. Hier mal schön ein bisschen ins Wohnviertel. Und Mittelschule lasse ich mal. Den Rest lasse ich mal erstmal nur das. Die beiden brauchen auch noch Wasser, ja. Brauchen wirklich noch Wasser. Ja. Einmal weiter. Zweimal weiter und verbinden. Schön. Genau, die anderen müssten eigentlich auch gleich Strom bekommen. Und da haben sie jetzt auch Strom. Ein Park könnte man hier noch irgendwo reinsetzen.